Ich bin aus dem OP wieder da. Aber es ist, als hätten alle Schmerzmittel auf einmal aufgehört zu wirken. Soll der Körper doch alleine heilen und mich in Ruhe lassen damit? Vielleicht steht euch oder jemandem in eurem Umfeld ja eine Tonsillektomie, eine Mandel-OP, bevor. Wenn ja, dann sind die nächsten Minuten für euch sicher sehr interessant, denn 2 Wochen meines Lebens sind knapp zusammengefasst. Und ja, alle wichtigsten Momente findet ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, wenn es euch weiterbringt, wäre es super, wenn ihr das Video bewertet. Ich bin aus dem OP wieder da. Meine Stimme hört sich doch etwas verwaschen an. An sich geht's mir gut. Ein Kratzen im Hals habe ich. Ich weiß noch nicht genau, was ich sagen soll. Beduselt bin ich im Kopf auch noch. Eiskrawatte habe ich jetzt. Und dann lasse ich es mir jetzt total gut gehen. Schmerzskala von 1 bis 10 würde ich mich einordnen auf einer. Naja, ich merk's, es nervt, aber eher eine 2. Also 10 ist so, dass man stützt den kleinen Zeh an der Bettkante und kann vor Schmerzen erstmal gar nichts machen. Ist wie so ein Kloß, der im Hals sitzt noch, wobei es jetzt nicht geschwollen ist oder so. Bilder habt ihr ja eben gesehen. Ja, und der erste Tag werde ich mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe gerade gegessen und ich habe alles aufessen können. Der erste Tag soll ja oder die ersten Tage sollen ja sowieso nicht so schlimm sein. Von mir aus kann das aber auch so bleiben und von da aus einfach besser werden. Und zwischendurch noch ein kurzer Tipp zu dem Wassereis, was man immer bekommt. Genau hinten, wo eben die Schwellung sitzt, da das Eis langsam schmelzen lassen. Der erste Tag ist rum. Ich laufe hier schon wieder in der Gegend rum. Eigentlich geht es mir gut. Und eigentlich können wir auch streichen. Ja klar, man hörte noch, die Stimme ist noch nicht ganz wieder da. Aber im Endeffekt habe ich nichts, worüber ich mich beklagen könnte. Außer die Tatsache, dass es heißt, ich soll halt noch ein paar Tage hier bleiben. Dafür, dass es erster Tag Post-OP ist, finde ich klasse Sache. Ja, kann so weitergehen. Gerade schlucken fällt mir im Moment etwas schwer jetzt. Ist natürlich auch schon wieder einige Stunden her mit der letzten Schmerztablette. Ich will jetzt aber nicht noch irgendwas zwischendurch nehmen, weil eigentlich geht's ja. Also ich finde, eine 3 ist gut auszuhalten. Ja, okay. Außer wenn man halt schluckt. Ja, die letzte Nacht war ja auch schon nicht schön, aber jetzt habe ich mir Tropfen geben lassen, also gegen die Schmerzen. Das hat ganz gut geholfen. Und ich habe diese Aphten, also kleine offene Stellen an der Zunge bekommen. Und auch dagegen habe ich so ein Zeug bekommen, was ich da drauf schmiere. Danach konnte ich relativ durchschlafen. Ich merke aber, dass der hintere Bereich zunehmend etwas ein bisschen mehr geschwollen wird jetzt. Reden fällt auch ein bisschen schwerer als auch am Anfang zwischendurch. Und auch hier unten habe ich das Gefühl, boah, das sitzt alles etwas zu. Ja, ihr seht, Schlucken ist nicht gerade das Schönste. Es ist Mittag, ich kann wieder fröhlich durchs Haus schreiten. An sich geht es mir deutlich besser. Das, was ich bekommen habe gegen die Schwellung vom Zäpfchen hinten, das wirkt auf jeden Fall ziemlich gut. Genauso das Zeug, was man auf die Aften drauf schmiert. Also auch da fühle ich mich deutlich besser. Ja, ich will nach Hause. Die Nacht war super, keine Schmerzmittel nehmen müssen. Zwischendurch mal aufgewacht und ja, man spürt den Schmerz hinten noch, aber es ist jetzt nichts, worüber ich mich beklagen würde. Das könnte auch ein, ich sag mal, starke Erkältung im Anzug sein oder ähnliches. Problematisch ist noch, wenn man den Mund sehr weit öffnet, so wie jetzt zum Filmen vom Rachen zum Beispiel. Ich habe mich auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus quasi selbst entlassen, musste unterschreiben, dass ich bei Blutung oder Verblutung selbst das Risiko trage. Liege jetzt aber auch schon wieder im Bett, weil das ganze Packen und hin und her, obwohl ich da gute Hilfe hatte, schlaucht doch noch, besonders nach dem Essen auch weiterhin sehr unangenehm. Heute Mittag gab es im Krankenhaus noch Couscous und irgendwelche kleinen bröckligen Sachen, wo dann zwischendurch was festklebte hinten, kann ich nicht empfehlen. Tag, morgens aufgewacht mit Schmerzen, so 3 bis 4 Schmerztabletten genommen. Eine Stunde später ungefähr dachte ich dann so, auch prima, so kann es weitergehen, so kann es bleiben. Morgens aber immer sehr verschleimt, also wo man so merkt, wow, da sitzt wirklich alles voll im Mund. Und dann gedacht, jo, prima, frühstücken und wie immer nach dem Essen merke ich nur so, boah, mir tut es richtig weh wieder hier. Also, ja, schwierig ein Brot zu essen. Es geht. Aber es gibt auch was Schöneres im Leben. Ich warte jetzt einfach mal, lege mich nach dem Essen jetzt erstmal wieder eine Stunde ins Bett und gucke mal, ob es von alleine weggeht oder sonst ein paar Tropfen nehmen oder so. Ich habe seit ein paar Stunden das Gefühl, dass ich Fieber habe, kann aber nicht messen, weil ich kein Fieberthermometer habe. Hier tut es tierisch weh, also auch ein bisschen mehr rechts betont im Moment. Ja, ist nicht mal ein Tag, ich brauche Ruhe, habe so das Gefühl, ich muss auf jeden Fall im Bett liegen, jetzt rausgehen oder sogar vor die Tür gehen, überhaupt nicht dran zu denken. 23 Uhr, ich fühle mich immer noch fiebrig. Die Beläge lösen sich zum Teil. Ja, davon haben sie also alle gesprochen. Ich hoffe, die Tropfen wirken gleich, dass sich das widerlegt. Vorhin nur eine heiße Brühe getrunken. Irgendwo ist im Moment nicht viel los mit mir. Ich hoffe, morgen der Tag wird besser. Es tut alles weh, Schmerzskala 7 bis 8. Gerade hier die Seite tut tierisch weh. Hab das Gefühl, hier würde irgendwas drin, weiß ich nicht, würde gleich platzen. Bin eben kurz aufgestanden und
jede Erschütterung, jede Bewegung, Nacken halte ich am besten nur so. Schmerzmittel habe ich genommen, was ich nehmen darf und hoffe jetzt, dass ich einschlafen kann und wenn ich aufwache, der Schmerz weniger wird. Im Laufe des Vormittags ist dann besser geworden. Jetzt haben wir frühen Nachmittag und es ist deutlich besser. Ich merke es noch, es ist unangenehm, aber ich musste keine Tropfen mehr nehmen, also nur die normale Schmerzmedikation. Fühle mich immer noch nicht wirklich fit. Nachdem, was ich so gelesen habe, ist das wohl auch normal, dass jetzt nochmal mit der Belagablösung es wirklich schlechter wird. Das heißt, gute Hoffnung, wahrscheinlich geht es jetzt bergauf. Achter Tag morgens. Die letzte Nacht war so das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe. Zwischendurch auch. Also ich habe definitiv Fieber gehabt. Klatschnass geschwitzt, das Gefühl, glühend heiß zu sein. Habe jetzt keinen Thermometer gehabt, immer noch nicht. Heute kaufe ich mir eins. Ja, habe jetzt mein Zeug genommen. Werde jetzt mal versuchen, duschen zu gehen und dann auf jeden Fall zum Arzt fahren. Der Schmerz hier ist total bohrend. Ich weiß nicht, ob diese Verbindung zwischen Ohr und Rachen, ob es da ein Problem gibt. Auf jeden Fall tut es tierisch weh. Und ich fühle mich jetzt zwar wohler, habe jetzt auch kein Fieber im Moment vom Gefühl her, aber so kann das nicht weitergehen. Jetzt haben wir Mittag und es geht mir deutlich besser. Der Arzt meint, es wäre nichts irgendwie Dramatisches. Es ist noch sehr gereizt im Hals. Ich würde mal sagen, so eine 2 bis 3 habe ich im Moment, aber ich habe das Mittagszeug jetzt auch noch nicht genommen. Nichts, womit ich nicht leben könnte. Und jetzt, wenn ich weiß, okay, da ist nichts Dramatisches, ist auch die Sorge wieder etwas reduziert. Es ist mitten in der Nacht und jedes Wort und auch ohne Reden ist schlimm genug. Ich würde sagen, der 9, heftigste bisher, kein Fieber oder so, aber es ist halt, hätten alle Schmerzmittel auf einmal aufgehört zu wirken. Es tut einfach nur weh. Also war heftig. Aber nicht nur beim Stucken oder Reden, sondern immer. Also es tut einfach weh, egal wie ich mich drehe, was ich mache. Es tut einfach nur weh. Auch wenn ich jetzt gerade Schmerzmittel vor 2 Stunden noch genommen habe, ich nehme jetzt wieder was. Und erzähle euch morgen dann. Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle an euch. Was war der größte körperliche Schmerz, den ihr im Leben je hattet? Der weitere Verlauf der Nacht war, ja, durchwachsen. Starke Schmerzen, immer wieder beim Schlucken aufgewacht oder vom Schlucken und dem Schmerz entsprechend. Schmerzmittel haben das Ganze runtergebracht von der zwischendurch extrem hohen Skala, sage ich mal, aber es ist auch so sehr unangenehm, also es schwankt zwischen einem Ruhezustand von 2 bis 3, manchmal aber auch beim Schlucken dann wieder 5, 6, also ist schon heftig, so kann das nicht weitergehen. Ich habe zwischendurch schon überlegt, brauche ich andere Schmerzmittel, aber das ist eigentlich Quatsch, weil die Dosierung da schon sehr hoch ist. Ja, es ist die Phase, durch die man durch muss. Das heißt, meine Tagesplanung für heute heißt einfach durchhalten, viel rumsitzen, rumliegen, versuchen so viel zu schlafen zwischen den verschiedenen Schmerzmitteleinnahmen wie möglich, damit man die Zeit umkriegt. Ja, Zeit umkriegen. So bis zu der Phase, wo alle sagen, es muss besser werden, soll der Körper doch alleine heilen und mich in Ruhe lassen damit. Ich habe mir jetzt einen Wecker gestellt, versuche erstmal noch zwei Stunden zu schlafen, dann die Schmerzmittel nehmen, bevor die Schmerzspitze kommt, denn das, was ich gestern, also letzte Nacht erlebt habe, will ich auf keinen Fall wieder haben. Insofern lieber Wecker stellen und hoffen, dass das dann sich vermeiden lässt. Selbst Milchshake ist schmerzhaft zu trinken, also keine schöne Zeit, aber naja. Wie ich seit letzter Nacht weiß, es geht auch schlimmer. Heute auch wieder mal zumindest den inneren weichen Teil von einer Pizza essen können. Und das war einfach ein super Gefühl, mal wieder, ja, nicht mehr so viel nachdenken zu müssen beim Schlucken und so. Also ich merke, es geht deutlich aufwärts. Manchmal, also wenn ich viel geredet habe den Tag über, heute war ich mehr draußen, dann zieht es schon noch hier so ein bisschen hinters Ohr hoch und man denkt so, oh, was ist denn da eigentlich los? Die Hoffnung und das, wow, es gibt mir besser Gefühl, ja, das bestimmt den Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der Aufwand lohnt sich. Wenn ja, wie gesagt, bewerte das Ganze. Von meiner Seite aus kann ich noch sagen, die Schlafgeräusche sind deutlich weniger geworden. Das heißt, kein mehr nachts, keine Eprimate, diese kleinen gelben, ekligen Kügelchen von stinkendem Zeug, die im Rachen produziert wurden durch die Mandeln. Kein Kratzgefühl mehr hinten drin, dass man so denkt, ich bin eigentlich erkältet, dauerhaft. Also das alles, was ich jahrelang vorher schon fast für normal gehalten habe, all das ist weg, mir geht es gut. Mein Fazit dafür, ja, ich würde es wieder machen, aber das ist natürlich eure Entscheidung. Viel Spaß, alles Gute, ciao.